dachte, wir gehen zum Mittagessen. Ja, klar. Und warum dann die Räder? Weil wir damit dahin fahren. Du weißt schon, dass ich in 1,5 Stunden einen wichtigen Termin habe. Deswegen fahren wir damit. Der Landgasthof muss irgendwo sein. Vor einer Woche war er noch da. Warum hast du nicht einfach mal auf den Stadtplan geguckt? Weil ich den Weg kenne. Ja, das merke ich. Ich kann das nicht. Dann war es das jetzt mit uns? Ich weiß es nicht. Dieser Teil des Hirns ist zuständig für die Erinnerung von persönlichen Erfahrungen. Ein Schatten an der Stelle kann beweisen, dass du tatsächlich an Amnesie leidest und manchmal wirre Antworten gibst. Ich habe das MRT gegen das eines Patienten ausgetauscht, der schon lange tot ist. Danke. Solange er sich nicht in eine andere verliebt hat, ist es nicht zu spät. Ich muss es einfach weiter versuchen. Hey. Was willst du hier? Du hast mich doch herbestellt. Nein, ich habe Lara herbestellt. Das ist für Lara? Ja, das hier ist für Lara. Das ist echt das Mieseste, was ich jemals erlebt habe. Kim, ich hätte keine Ahnung. Ach nein? Leidest du unter Amnesie oder ist es dir rein zufällig entfallen, dass du jetzt was mit Emilio hast? Ich hab nichts mit Emilio. Was soll das denn hier? Wahrscheinlich hast du die ganze Zeit gewusst, dass Emilio mit diesem Romantik-Date auf dich wartet. Nein. Jetzt, was soll das? Ja, wirklich nicht. Ich weiß nicht, das... Sag doch auch mal was. Ich dachte, wir wären Freundinnen. Wieso hast du das nicht aufgeklärt? Wieso? Kim, warte. Sie denken vielleicht, mit diesem medizinischen Gutachten sind sie raus aus der Nummer. Aber da haben sie sich gewaltig geirrt. Irgendwann kriege ich sie alle. Was will denn der Mann von mir? Das wird man Ihnen im Vollzug erklären. Denn auf eins können Sie verlassen. Ich werde nicht aufgeben, bis Sie nicht im Knast sitzen. Sagen Sie, ist das wirklich die Politik Ihrer Firma, ja? Unschuldigen Menschen irgendwas anzuhängen? Sie kenne ich doch auch von irgendwoher. Komisch, ich kann mich nicht daran erinnern. Und ich würde Sie jetzt bitten, diesen Herrn in Ruhe zu lassen. Das wird ja immer schöner. Das MRT meines Vaters zeigt eindeutig eine Auffälligkeit, die dir einen Gedächtnisverlust und ein etwas wirres Verhalten erklärt. So spricht man nicht von seinem Vater. Affentheater. Tun Sie sich doch einen Gefallen und geben Sie auf. Dann können Sie das Strafmaß eventuell noch verringern. Ganz entspannt bleiben, der blufft doch nur. Der Versicherungsdetektiv tut genau das, was er gesagt hat. Der ist so lange hinter dir her, bis er dich überführt hat. Es gibt nur einen Weg, wie wir verhindern, dass Haro ins Gefängnis geht. Du musst das Geld zurückgeben, das du der Versicherung schuldest. 200.000 Euro? So, genau, Jakob. Die Mädels noch mal was zu trinken? Super. Dann brauche ich auf jeden Fall die Windmaschine danach, ja? Alles ein bisschen exklusiver. Blicke ist ganz wichtig zu mir, ja? Ja, mit mir auch, genau. Sehr schön. Danach können wir mal ein paar Federn und Jakob die Windmaschine, auch ganz wichtig. Blick zu mir und schön spielen mit der Kamera. Genau das will ich haben. Sehr heiß. Genau das. Irgendwas fehlt. Irgendwas Buntes, irgendwas Verspieltes. Das ist es. Hier, Mädels. Ich geb dir mal den Lolli. Und ihr dürft natürlich dran lutschen, ne? Ganz wichtig. Blick zu mir, Mädels, und schön spielen. Ja, ihr seid ganz böse Mädchen. Genau das will ich haben. Heiß! Leidenschaft, genau das will ich haben. Sehr geil. Könnte ich dich mal kurz unter vier Augen sprechen, bitte? Sascha, du hast doch bestimmt was zu tun, oder? Mädels, entspannt euch erstmal, ja? Gefällt's dir? Also ehrlich gesagt? Ich weiß, du wolltest eigentlich ein bisschen was Klassisches, Elegantes, aber... Ja, dieser Lolli, der war nicht abgesprochen. Ja, es war auch ein bisschen langweilig. Ich langweilig? Das sind Dessous mit echten Diamanten. Gut, momentan sind das noch Platzhalter. Aber morgen werden wir eine der exklusivsten Dessous-Kollektionen auf dem Markt präsentieren. Das braucht Klasse, Stil. Ich wollte das Ganze echt ein bisschen auflockern. Mhm. Indem du mit den Models flirtest.
Ich hab mit dir nicht geflirtet. Ich kann dir sagen, was du gemacht hast. Du hast dich über meine Anweisungen hinweggesetzt. Entschuldige, dass ich einmal versucht habe, ein bisschen kreativ zu sein. Ja, gut, dass ich jetzt weiß, was du unter kreativ verstehst. Ich möchte in einer Stunde diese Fotos auf meinem Schreibtisch haben. Und zwar ohne diesen Lolli. Bekommst du. Okay, Mädels, ihr habt's gehört, was meine Chefin gesagt hat. Sie möchte es nicht locker, sondern eher verspannt. Locker ist nicht so ihr Ding. Jakob, füllst du einmal die Gläser auf? Kim, ich wollte das nicht. Aber es ist halt so passiert. Ich habe mich in Emilio verliebt. Du tust so, als wärst du meine Freundin, dabei machst du dich hinter meinen Rücken an meinen Mann ran. Ich habe mich nicht an ihn rangemacht. Ach, nö. Emilio Sanchez startet die volle Romantik-Offensive, ohne dass da vorher was gelaufen ist. Ich wollte dich nicht verletzen. Du wolltest mich nicht verletzen? Du hast mich richtig sauer gemacht. Und eins schwöre ich dir, du willst mich nicht in Aktion erleben. Ach, Kim, können wir nicht in Ruhe darüber reden? Das hättest du dir vorher überlegen müssen. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch in Griechenland so abläuft. Aber hier gilt die Regel. Mach dich nicht an die Männer der Freundinnen ran. Aber es tut mir wirklich leid, dass du so unglaublich langweilig und fade bist und dass du einfach keinen abkriegst. Aber dass du versuchst, über mich an meinen Mann ranzukommen, das ist echt das Allerletzte. Kim, jetzt hör mir doch mal zu. Bella, endlich. Gibt's was Neues von dem Versicherungsfuzzi? Ja, dein Vater mit Knast gedroht oder möchte das Gutachten anfechten. Was? Das darf er doch gar nicht. Doch, wenn er einen berechtigten Verdacht hat, leider schon. Was hat Frank dazu gesagt? Er hat gesagt, dein Vater soll die 200.000 zurückzahlen. 200.000 Euro? Wo soll er die denn hernehmen? Rebecca, dieser Chaot, der passt nicht zu dir. Also nimm dich zusammen, ja? Und diese Selbstgespräche, die müssen auch aufhören. Du lebst ja noch. Wieso? Ich hätte drauf wetten können, dass Rebecca dich fertig macht. Ich glaube, sie wollte einfach nur die Chefin raushängen lassen. Das hat sie gemacht. Ja, oder sie wollte einfach deutlich machen, dass das mit uns eine einmalige Sache war. Bist du so blöd? Die war eifersüchtig. Dann meinst du, da geht noch was? Geht da noch was? Natürlich geht da noch was. Die will dich. Ja, mag ja sein, aber sie will mich nicht wollen. Angeblich passen wir nicht zusammen. Dann musst du dir was einfallen lassen, damit sie locker wird. Ein Versuch ist es wert. Ihr habt euch geküsst? Boah, du bist so. Ja, aber das erste Mal war bloß ein reines Ablenkungsmanöver. Das erste Mal? Aha. Und das zweite Mal? Hab ich ihn noch mal geküsst und nicht umgekehrt. Und ich bin auch in ihn verliebt, aber er nicht in mich. Mm, ja, das habe ich ja gesehen. Alles so schön arrangiert, um mir noch mal eins reinzubürgen. Essen, Kerzen, Prosecco. Und davon wusste ich wirklich nichts. Wenn ich gewusst hätte, dass du noch in ihn verliebt bist, dann hätte ich doch niemals was mit ihm angefangen. Oh, wie gnädig du bist. Hallo, kann ich vielleicht ein Prosecco haben, bitte? So war das nicht gemeint. Bitte, du bist so verlogen. Erst machst du meinen Mann heiß und dann war das nicht so gemeint? Ach, Kim, du tust so, als würden dich meine Probleme mit Emilio interessieren. Dabei willst du mich nur aushorchen. Nein. Ach, nein? Ihr habt vielleicht geknutscht, aber bild dir bloß nicht ein, dass du bei ihm eine Chance hast. Emilio steht nämlich auf Frauen und nicht auf so kleine Schlaumeier-Schweinchen, die immer alles richtig machen. Er war für meine Hilfe immer dankbar. Hör dir doch mal zu. Wie sexy du klingst. Da schlafen mir die Füße ein und Emilio auch. Hier, bitteschön. Ist ein bisschen spritzig. €200.000. Wo soll ich denn so viel Geld hernehmen? Kannst du mir das mal sagen? Das hättest du dir mal überlegen sollen, bevor du die Versicherung beklaust. Sag mal, wem gehört eigentlich des Schneiders? Denk nicht mal dran. Hey, der Laden ist doch eine Goldgrube. Wir könnten einen Kredit aufnehmen. Den hat Charlie doch blitzschnell wieder abgezahlt. Also diese Frau hat ja nun wirklich genug für dich getan. Von der siehst du keinen Cent. Du würdest mich ja lieber im Knast sehen. Aber das wird nicht passieren.
Lass mir da schon noch was einfallen. Fall! Banshee! Was? Ja, ich könnte einen Sprung vom Rheinturm machen und wir könnten dafür Eintritt kassieren. Wer bitte würde dafür Geld bezahlen, um zu sehen, wie du dir deinen Schädel einschlägst? Von deinen Söhnen mal abgesehen. Sorry, das ist eine Schnapsidee. Was ist eigentlich mit deiner ramschigen Bude? Ist die gemietet oder hast du sie gekauft? Selbst wenn es meine Wohnung wäre, ich würde sie bestimmt nicht für dich verkaufen. Würdest das Geld ja zurückbekommen, und zwar sofort. Ach. Ich kenne da so einen Immobilienmakler, der hat mir mal erzählt, wie man in der Branche ganz schnell Schotter machen kann. Ich glaube, den Rest möchte ich gar nicht mehr hören. Die verkaufen ihre Immobilien gleich mehrfach, hauptsächlich ins Ausland. Und mit gefälschten Papieren ist es ganz leicht. Großartige Idee. Einen Betrug mit dem nächsten ausbügeln. Komm gleich noch mal 5 Jahre oben auf Strafmaß drauf. Wenn ich einen 200.000-Euro-Kredit abzahle, dann bin ich im Kreis. Ja, da wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben. Doch. Jungs, ich hab da eine Idee. Hallo, Elisabeth. Sie Hallo? Sehen bezaubernd aus, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf. Kann ich irgendwas für Sie tun? Nein, wie kommen Sie darauf? Auch, ist nur so ein Gefühl. Charlie hat mir von Ihrer Dessous-Kollektion erzählt. Das klingt wirklich großartig. Sie interessieren sich für Dessous? Ich interessiere mich für alles, was eine schöne Frau noch schöner macht. Aha. Und es war genau richtig, dass Sie und Charlie sich mit dieser Idee selbstständig gemacht haben. Ja, das finde ich auch. Wenn man eine geniale Geschäftsidee hat, muss man sie auch sofort umsetzen, bevor ein anderer schneller ist. Ja. Und es gibt doch nichts Schlimmeres als vertane Chancen. Darüber ärgert man sich für den Rest des Lebens. Wollen Sie auch was Bestimmtes hinaus? Sie sind eine Frau mit erstaunlicher Menschenkenntnis. Ihnen macht man wirklich nichts vor. Was wollen Sie? Es ist so, ich habe da eine sehr attraktive Geschäftsidee. Dafür bräuchte ich aber eine Anschubsfinanzierung. Ja, und die wollen Sie jetzt von mir? Nur als Vorschuss. Ich zahle natürlich alles zurück oder arbeite es ab. Sie sind ja noch gar nicht so lange bei uns. Wobei, Sie sind ja der Schwiegervater meiner besten Freundin. Es wäre also durchaus im Bereich des Möglichen, wenn wir Ihnen 1 oder 2 Monatsgehälter im Voraus ausbezahlen. Yes, das ist sehr nett. Aber? Ich dachte eher an einen Vorschuss von 1, 2 Jahren. Gut, der war sehr gut. Charlie hat nicht zu viel versprochen. Sie bringen einen wirklich zum Lachen. 1, 2 Jahre, süß. Bitte schön, strikt nach Anweisung. Kühl, puristisch, elegant. Hoffentlich. Was soll das? Ich wollte dir den Arbeitstag ein bisschen versüßen. Und ich dachte schon, es ist ein Bestechungsversuch, um davon abzulenken, dass die Fotos etwas steril sind. Entschuldige mal, du wolltest das so. Bei meiner Idee mit dem Lolli wäre mehr Leben drin gewesen. Du hast ja noch ein bisschen Zeit. Und ich reite auch nicht darauf rum, dass ich recht hatte. Du hattest aber nicht recht. Ich rede von mehr Gefühl. Und nicht von irgendwelchen Pornofantasien. Ey, komm schon, gib's zu, dass du ein bisschen eifersüchtig warst. Wie bitte? Als ich mit den Models zugange war und gesagt habe, dass sie böse Mädchen sind. Du wirst es nicht glauben. Aber nicht jeder, der deine Arbeit kritisiert, ist scharf auf dich. Und jetzt retuschier die Fotos und leg mehr Glanz auf die Steine. Hey, komm schon, Rebecca, wenn dir das egal wäre, dann würdest du dich doch nicht so aufregen. Was willst du damit sagen, dass ich unprofessionell bin? Nein, ich hab... Im Gegensatz zu dir kann ich Privates und Berufliches trennen. Aber du hast anscheinend ein Problem damit zu akzeptieren, dass ich deine Chefin bin. Hab ich nicht? Wunderbar, dann tu das, was ich dir sage. Okay, Chefin. Ich lass die Fotos hochbringen, wenn die Klunker endlich kühl genug glänzen. Und so lange kommunizieren wir bitte nur noch per E-Mail, bevor noch mehr Herzen auf der Strecke bleiben. Bleibt alles wie besprochen? Ja. Ja. Auch wenn die Diamanten versichert sind, aber ich muss zugeben, etwas von solchem Wert in der Firma hier aufzubewahren, macht mich schon ein bisschen nervös. Immerhin 85 Millionen Euro. Ich weiß, aber es wird schon gut gehen.
Falls wir irgendwelche Termine mit Publikumsverkehr haben, müssen die alle abgesagt werden. Lara? Was? Dir ist schon klar, dass das hier wichtig ist. Ja, natürlich. Entschuldigung. Die Termine morgen. Ich kümmere mich darum. Wenn die Diamanten morgen geliefert werden, wird kein Fremder in der Firma sein. Morgen. Morgen. Ja, gut. Lara. Deine Aufgabe morgen ist noch, eine halbe Stunde bevor die Steine eintreffen, unserer Security Bescheid zu sagen. Und auf keinen Fall vorher. Hörst du? Es darf niemand vorher von der Diamantenlieferung erfahren. Wann genau kommen die Glocke an? Verdammt. Sorry, ich mach das aus. Scheiße. Muss dieses Ding gerade jetzt kaputt gehen? Lara, ruf doch bitte zurück, ja? Es tut mir leid, dass das mit dem Essen nicht geklappt hat. Ich muss jetzt weitermachen. Melde dich einfach, ja? Und? Kommst du mit Elisabeths Enkelin voran? Wenn du eins und eins zusammenzählen könntest, dann würdest du wissen, dass ich das von Tanja weiß. Wir arbeiten in der Diamantensache zusammen. Komisch. Mir hat sie davon nichts erzählt. Das ist ganz gut, dass du misstrauisch bist. Du musst mir auch gar nichts erzählen. Du musst nur zuhören, okay? Da oben besprechen sie gerade, wann genau morgen die Diamanten geliefert werden. Und Tanja und ich müssen das wissen. Also, zieh deiner kleinen Lara die Infos aus der Nase. Du kannst sie auch einfach direkt an Tanja weitergeben, wenn du mir nicht traust. Aber wir müssen das heute noch wissen, okay? Wir müssen Vorkehrungen treffen, damit wir die Steine austauschen können, noch bevor sie für uns unerreichbar im Landsteinsafe landen. Also, vermassel es nicht. Alles in Ordnung, Lara? Geht's dir nicht gut? Du wirkst so bedrückt. Ja, natürlich. Alles okay. Ich bin jetzt wieder ganz konzentriert. Ja, gut. Ja, wir sind ja eigentlich jetzt auch soweit fertig. Du kannst den Rest des Tages frei machen. Wenn du dann die anderen Termine für morgen alle abgesagt hast. Und die Diamantenlieferung? Tristan wird dir später eine Mail mit dem genauen Termin schicken. Da hast dann morgen immer noch genug Zeit, unseren Sicherheitsdienst zu briefen. So, meine Herrschaften, es ist ganz einfach. Sie müssen mir nur sagen, wo das Pik-Ass liegt. Fangen wir an? Ja. Ja. Nicht. Gutes Auge. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als den Gewinn auszuzahlen. Bitte sehr. Noch ein Spielchen? Na klar. Vielleicht um je 20 Euro? Ja. Machen wir. Sie machen mich noch arm. Ich schlage vor, wir erhöhen auf 50 Euro, damit ich auch noch eine Chance habe, meinen Einsatz zurückzugewinnen. Aber gerne doch. 50, das wird leichter. Komm. Tja. Jetzt, was ist los? Wahrscheinlich eine Glückssträhne zu haben. Doch nicht. Wie sieht's aus? Noch ein Spielchen? Darf ich mitspielen? Aber gerne. Sicher? Ich bleib dabei. So, liebe Leute, das Spiel ist vorbei. Kein Glücksspiel in diesem Lokal. Runde. Auf Wiedersehen. Lass uns gehen. Du kennst den Trick, oder? Du hast ganz schön flinke Hände. Aber ich kann nicht zulassen, dass die Gäste hier abgezockt werden. Ja, das Kleingeld hätte mich sowieso nicht gerettet.
Du weißt nicht zufällig, wo ein geschickter Kartenspieler um richtiges Geld spielen kann? Diskret und ohne Limit? Wüsste schon. Aber der Einsatz ist nicht unerheblich und mit Falschspielern kennen die keinen Spaß. Falschspieler? Ich. Wie hoch ist der Einsatz? 10.000. Mindestens. Ich habe mir deine bearbeiteten Fotos noch mal angesehen und ich kann damit leben. Schön. Also, eigentlich finde ich sie jetzt ziemlich gut und ein Nachshooting ist nicht nötig. Dafür würde ich sowieso nicht zur Verfügung stehen. Wie meinst du das? Ich kündige. Was? Gut, vielleicht ist das tatsächlich besser so, wenn du nicht mit Kritik umgehen kannst. Das ist nicht das Problem. Was denn sonst? Wir beide. Anscheinend können wir nicht zusammenarbeiten, ohne uns mal in die Haare zu kriegen. Entschuldigung, bei einem kreativen Prozess ist das ganz normal, dass man sich auch mal streitet. Das eben war kein kreativer Prozess. Du hast mir gesagt, was ich zu tun habe. Aber meine Meinung war dir völlig egal. Rebecca, es geht um die Lieferung, du weißt schon. Nicht jetzt. Das ist so typisch. Sobald es Probleme gibt, kneifst du. Der Einzige, der kneift, bist du. Wie bitte? Eben ging es gar nicht um die Fotos. Es ging um dich und um mich. Ach ja? Ja, weil du mit deinen Gefühlen nicht klarkommst. Du hast zu mir gesagt, wir sind zu verschieden. Gut, dann sind wir eben zu verschieden. Aber weißt du, was dein Problem ist? Du hast Angst. Was? Wovor soll ich denn bitte schon Angst haben? Was weiß ich? Dass dein sortiertes Leben durcheinandergebracht wird und irgendwas passiert, was du nicht kontrollieren kannst? Aber ich sag dir was, das ist Leben. Und da kann man nicht alles kontrollieren. Aber mach dir ruhig weiter was vor, aber ich habe keinen Bock, dir dabei zuzusehen und deinen ganzen Frust abzubekommen. Und damit komme ich nicht klar. Hallo? Jemand da? Frank? Bella? Manchmal haben Jobs auch ihr Gutes. Charlie, ich wusste, du bist eine Frau von Welt. Schlecht, Frank. Von Anzügen verstehst du was. Sag mal, spinnst du? Kim ist stinksauer auf mich. Sie glaubt, ich habe sie absichtlich in ein Date von uns reinlaufen lassen. Entschuldigung, aber ich konnte ja nicht wissen, dass du sie mit an... Ja, aber du hättest ihr sagen können, dass ich keine Ahnung davon hatte, was du hier alles aufgebaut hast. Ja, tut mir leid. Wenn du willst, dann kläre ich sie schnell auf. Ach, super Idee. Als ob sie dir jetzt noch glaubt. Mensch, ich war einfach von der Situation überfahren. Ich habe mich so aufs Essen mit dir gefreut, weißt du. Wieso hast du das überhaupt gemacht? Gekocht, die Kerzen und alles. Naja, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass ich wahnsinnig gerne Zeit mit dir verbringe. Aber gut, ist jetzt auch egal. Ich hab's versaut. Hm? Ja, versaut ist ein bisschen hart. Echt? Lara, was kann ich tun, um es wieder gut zu machen? Kann ich dich vielleicht einladen auf einen Versöhnungsdrink? Das ist lieb gemeint, aber... Lara, bitte. Der Tag ist so blöd gelaufen. Lass uns das abhaken und anstoßen, dass es morgen besser wird. Hm? Okay. Habe ich gerade richtig gehört? Tim Helmke hat gekündigt.
Ist doch besser so. Das glaubst du nicht im Ernst. Der Typ hat nur für Stress gesorgt. So kann ich nicht arbeiten. Ich hatte den Eindruck, dass er, was dich betrifft, einen ganz guten Job gemacht hat. Ach, wirklich? Ja, so wie du gestrahlt hast nach eurer letzten Nacht. Das war nur eine Eskapade. Hatte nichts zu bedeuten. Schade, ich habe dich lange nicht mehr so entspannt gesehen. Entspannt? Das täuscht. Der Typ, der bringt mich zur Weißglut. Ich glaube, es tut ganz gut, wenn dich mal wieder jemand aus der Reserve lockt. Ja, jetzt mal im Ernst, du leidest an akutem AS-Syndrom. Was ist das denn? Arbeiten, essen, schlafen. Und wenn du nicht aufpasst, dann wachst du eines Tages auf und bist eine frustrierte Zicke mit 40 Kilogramm Übergewicht und zwei Perserkatzen. Du kriegst gleich eine über den Kopf. Oh, hab ich da etwa deine Lebensgeister geweckt? Obwohl ich glaube, dass Tim Helmke das noch viel besser könnte. Rebecca, der Typ ist eine echte Herausforderung für dich, oder? Wie siehst du aus? Nicht gut. Ey, doch schon, aber das ist doch der Anzug von Frank. Was hast du in der Verkleidung vor? Meine Probleme lösen. Der Versicherungsfritze macht weiter Druck. Wenn ich das Geld nicht bald zurückzahle, lässt er mich nie in Ruhe. Shit, dann bleibe ich natürlich. Wie bleiben? Wo wolltest du denn hin? Ach, keine Ahnung, weg, surfen, einfach mal den Kopf abschalten. Hast du Stress mit Rebecca? Gelinde gesagt, ich habe gerade meinen Job hingeschmissen. Was? Oh, diese Frau macht mich einfach wahnsinnig. Ja, das können sie. Aber wenn du Ärger hast, dann bleibe ich natürlich und helfe dir. Lass mal. Ich habe meine Probleme so gut wie gelöst. Hallöchen. Hey, Ivan. Das ist Haro. Der macht den Yachten und Tauchschulen in der Karibik. Der würde gerne der Pokerrunde beitreten. Komm mit. Schönen guten Abend. Der Herr hier hat gerade eine 17-Meter-Yacht verkauft und würde seinen Gewinn gern maximieren. Er verlässt sich dabei komplett auf sein Anfängerglück. Ich hoffe, Sie verstehen, dass das hier eine diskrete Runde ist. Absolut. Ich habe da dieses Leiden, retrograde Amnesie. Ich kann mich am nächsten Tag nicht mehr an gestern erinnern. Ja, das kennen wir. Es ist ein schlimmes Leiden. Ja, aber manchmal auch sehr nützlich. Darf ich? Wenn sie bei unseren Einsätzen mithalten kann. Reicht das fürs Erste? Ich mache mich dann mal auf den Weg. Viel Spaß. Was spielen wir? Texas Hold'em No Limit. Sie sind mit den Regeln vertraut? Ja, im Wesentlichen. Es ist dann Learning by Doing. Haro? Der ist wahrscheinlich noch unterwegs, um Geld aufzutreiben. Vase. Frank, hast du mein Tablet gesehen? Nee, wieso? Ich find's nicht. Die Vase ist auch verschwunden. Das hässliche Ding von deiner Mutter. Sonst noch irgendwas weg? Charlies Schmuck? Leer. Dann hat sie doch nicht komplett mitgenommen. Meinst du, wir wurden ausgeraubt? Ich meine, die Tür ist unversehrt, die Fenster sind zu. Das müssen ja Profis gewesen sein. Allerdings. Ein Trickbetrüger, ein ganz gerissener. Hey, du bist ihre Freundin. Wenn sie sich einmal beruhigt hat, dann wirst du dir auch glauben, ganz bestimmt.
Gut, dann könnt ihr jetzt beruhigt gehen. Wie? Jetzt schon, das ist doch nicht dein Ernst. Doch, morgen ist ein super wichtiger Tag. Da muss ich ausgeschlafen sein. Und du übrigens auch. Wieso denn ich? Ich bin nur irgendein unwichtiger Security-Fuzzi. Los, jetzt sag schon. Darf ich nicht. Und könnte ich auch gar nicht. Ich warte noch auf eine wichtige Mail von Tristan. Oh, also wenn du wartest, dann macht es doch nichts aus, wenn wir noch einen Absacker trinken, oder? Besser nicht. 2 Uso, bitte. Haut doch so eine Fasskirche nicht vom Hocker, oder? Na gut. Wer so angibt, hat es nötig. Ich glaube nicht an ihr Blatt. Race 2000. Sieht's aus, die Herren, gehen Sie mit? Fort und fort. Ich erhöhe auf 5000. Andi, sag mal, hast du meinen Vater gesehen? Heute noch nicht. Ihr? Sei dir sicher, es wäre wichtig. Sorry. Ach, der kann schon auf sich selbst aufpassen. Da bin ich mir nicht so sicher. Das macht dich mal locker, der kommt schon wieder nach Hause. Ach ja? Sie blöffen. Finden Sie es raus. Komm, schau da bitte. Voll Haus. Niemand hat so viel Glück. Noch eine Partie. Wir können die Einsätze gerne erhöhen. Und dann kann der Herr vielleicht seinen Verlust wieder reinholen. Sascha, ich rieche das, wenn mir jemand was verschweigt. Ach, das ist eine Berufskrankheit von dir. Ich bin ahnungslos. Komm, wo ist er? Sonst was? Lass dich überraschen. Freundinnen müssen doch zusammenhalten. Absolut. Aber Kim glaubt echt, dass wir, also du und ich, das... Ja, Kim war schon immer monster eifersüchtig. Das wird man auch so schnell nicht ändern können. Stimmt. Und so ganz unbegründet ist ihre Eifersucht ja auch nicht. Ja. Ah, und das ist bestimmt die Mail von Tristan. Und was schreibt Tristan? Wann du deinen großen Einsatz hast. Was für einen großen Einsatz? Das darf ich doch nicht sagen. Aber mir kannst du doch vertrauen. Hm? Das tue ich auch. Ich vertraue dir sogar blind. Aber ich habe meiner Oma versprochen, dass ich schweige. Ja, das kann ich auch verstehen. Aber was ist, wenn ich bei meinem großen Einsatz gerade in der großen Pause bin? Hm? Dann kann ich dir nur eins sagen. Mach besser keine Pause. Ich wollte schon lange mehr von deinen Fotos sehen. Ich finde, du hast echt einen guten Blick. Ja, hat mich was interessiert. Thank you.
Sie schon? Oh, sind wir schon da? Ja. Achtung, 3, 2, 1. Oh, schön habt ihr es hier. Wir? Du wohnst hier auch seit ein paar Wochen. Stimmt, ja. So, ich mach dir erstmal einen starken Kaffee, ja? Aber es ist trotzdem schön. Ja. Ja, was ist denn jetzt? Ja oder nein? Ja oder nein, was? Gute Nacht, Kuss. Krieg ich einen? Klar, klar kriegst du einen. Lara, schläfst du? Lara? Lara? Hier ist Emilio. Pass auf, ich weiß es, wann die Klunker kommen. Die Diamantenmensch. Nein, ich kann nicht lauter reden. Pass auf, hör gut zu. Die Diamanten werden morgen Punkt 12 mit einem Werttransporter zur LZR geschickt. Ja, so stand es in der E-Mail von Tristan. Nein, ich kann die nicht weiterleiten. Das ist alles schon. Das ist alles riskant genug. Vertrau mir einfach, okay? Gut. Ins Bett. Komm, wir. Da wird jemand nervös. Ich? Wie kommen Sie darauf? Ich bin mir ziemlich sicher, dass gerade jemand das Glück verlassen hat. Wie sieht's aus? Gehen Sie mit? Ray soll hin. Sie blöffen und ich will Ihre Karten sehen. Sie wissen, zum Sehen. Wie schon gesagt, Platin, Schweizer Uhrwerk, Erbstück meines Vaters, mindestens 10.000 wert. Was? Vor ein paar Runden haben Sie die als Einsatz akzeptiert. Meinetwegen. Ich will ja nicht so kleinlich sein. Hör dann, runter mit den Hosen. Showdown, bitte. Aber gerne. Eine Dame, stark errötet. Zwei Paar. Entschuldigung. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe nämlich noch eine von den holden Damen. Meine Damen, meine Herren, es war mir ein Vergnügen. Wie sieht es aus mit der Revanche? Tut mir leid, es sieht nicht so aus, dass Sie solvent sind. Und um Schuldscheine spiele ich nicht.
Andererseits verstehe ich, dass Sie an der Uhr Ihres Vaters hängen. Hier. Sie wissen, wie wir hier mit Falschspielern umgehen? Tim, bitte wach auf! Ich bin's, Rebecca! Tim! Ich komm ja schon. Sorry, ich hab dich geweckt, aber ich muss ganz dringend zu Tim. Das geht nicht. Ich weiß, er will mich nicht sehen, aber ich lasse mich nicht abwimmeln. Ich will dich nicht abwimmeln, er ist weg. Wie, er ist weg? Lies selber. Es war echt lässig mit euch. Sorry, dass ich einfach einen Abgang mache, aber ich kann hier nicht auf etwas warten, was nie passieren wird. Deswegen ist es besser, wenn ich irgendwo hingehe, wo ich eine Handbreit Wasser unterm Brett habe und wo die Leute nicht so verkopft sind. Macht's gut, Tim. Er ist wirklich weg, meinetwegen. Dabei wollte ich ihm doch eigentlich sagen, dass... Willst du ihn anrufen? Ja. Geht nicht. Wieso? Weil er die SIM-Karte hier gelassen hat.